Wozu denn all das, rief Vater? Das wirst du kapieren, wenn du den Burschen siehst, der diese Handzettel rausgeschickt hat. Du wirst ihn schon sehen, ihn oder einen anderen, wofür ihn arbeitet. Du wirst im Straßengraben übernachten oder irgendwo auf dem Schutterbladeplatz mit 50 anderen Familien. Und er guckt in dein Zelt rein und sieht nach, ob du noch was zu essen hast. Und wenn du nichts hast, dann sagt er, willst du Arbeit haben? Und du sagst, ja, ob ich will, Herr. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir Arbeit geben würden. Und er sagt, ja, ich kann dich verwenden. Und du sagst, ja, wann kann ich anfangen? Und dann sagt er dir, wohin du kommen sollst und um welche Zeit. Und dann geht er einfach weiter. Er braucht vielleicht 200 Leute, aber er redet mit 500 und die erzählen es wieder anderen. Und wenn du hinkommst, dann sind 1000 Leute da. Der Bursche sagt, ich zahle 20 Cent pro Stunde und vielleicht die Hälfte von den Leuten gehen weg. Aber es bleiben immer noch 500 da, die so verdammten Hunger haben, dass sie auch für nichts anderes wie ein bisschen Zwieback arbeiten würden. Ja, und dieser Bursche hat mit dem Landbesitzer einen Vertrag abgeschlossen, dass die Pfirsiche gepflückt werden oder die Baumwolle oder was es eben gerade ist. Verstehst du das jetzt? Je mehr Leute er kriegt und je hungriger sie sind, desto weniger braucht er doch zu zahlen. Und er sucht sich Leute mit Kindern aus, wenn er kann. Weil, verdammt. Und ich sage, ich will es euch nicht mies machen. Nein, ich will es. Die Gesichter der Männer im Kreise blickten ihn kühl an. Die Augen prüften seine Worte. Der zerlumpte Mann wurde befangen. Ich sage, ich will es euch nicht mies machen, und dabei mache ich es. Doch ihr müsst weiter, ihr könnt ja nicht zurück. Das Schweigen hing über den Männern, die die Veranda standen. Die Lampe zischte und ein Schwarm von Nachtfaltern flog um das Licht herum. Der zerlumpte Mann fuhr nervös fort. Ich will auch sagen, was ihr machen müsst, wenn so ein Bursche kommt und euch sagt, er hat Arbeit. Fragt ihn, was er zahlt. Sagt ihm, er muss es euch schriftlich geben, was er zahlt. Sagt ihm das. Wenn ihr es nicht macht, dann werdet ihr betrogen. Der Besitzer beugte sich in seinem Stuhl nach vorn, um den schmutzigen, zerlumpten Mann besser sehen zu können. Er kratzte sich zwischen den grauen Haaren auf seiner Brust und sagte kühl, sag mal, du bist doch nicht einer von diesen Unruhestiftern, einer von denen, wo die Arbeiter aufhetzen. Und der zerlumpte Mann rief, ich schwöre, nein! Es gibt nämlich viele solche, sagte der Besitzer, laufen herum und wiegen die Leute auf, machen sie verrückt, hämmern ihnen Geschichten ein. Es gibt viele solche. Eines Tages werden wir sie alle aufhängen, diese Unruhestifter. Wir werden sie aus dem Land verjagen. Wenn ein Mann arbeiten will, okay. Wenn nicht, dann zum Teufel mit ihm. Aber wir lassen ihn keine Unruhe anstiften. Der zerlumpte Mann richtete sich auf. Ich habe euch auch nur sagen wollen, halt, wie es ist. Mich hat das ein volles Jahr gekostet, bis ich dahinter gekommen bin. Hat mich zwei Kinder gekostet und meine Frau, bis ich dahinter gekommen bin. Aber ihr glaubt mir es nicht. Das hätte ich wissen sollen. Ich hätte es auch niemand geglaubt. Nein, nein, ihr könnt es nicht glauben. Wie die Kinder im Zelt gelegen haben mit den aufgeblähten Bäuchen und nur noch Haut und Knochen und wie sie gezittert und geheult haben. So wie kleine Hunde. Wie ich losgelaufen bin und Arbeit gesucht habe. Nicht für Geld, nicht für Lohn! Guter Gott, nein, nein!
Tasse Mehl und einen Löffel Fett. Und wieder der Leichenbeschauer gekommen ist. Die Kinder sind an Herzschwäche gestorben, hat er gesagt. Und so hat er es dann auch aufgeschrieben. Gezittert haben sie und ihre Bäuche, die waren aufgebläht wie eine Schweinsblase. Die Männer im Kreise schwiegen, ihre Münder waren ein wenig geöffnet. Ihr Atem ging schnell und ihre Augen lauerte. Der Mann blickte sich im Kreise um, dann ging er schnell in die Dunkelheit davon. Die Dunkelheit verschlang ihn, aber seine schleifenden Schritte waren noch lange zu hören, nachdem er gegangen war. Schritte drüben auf der Straße, und ein Wagen kam auf der Straße vorbei, und in seinem Lichtschein war der zerlumpte Mann zu sehen, wie er weiter schlurfte, den Kopf herabhängend und die Hände in den Taschen seiner schwarzen Jacke. Die Männer waren unruhig. Einer sagte, ja, es ist schon spät, ich gehe jetzt schlafen. Der Besitzer sagte, wahrscheinlich ein Ungelernter. Sind jetzt so viele Ungelernte auf der Straße. Und dann war es still. Und er kippte seinen Stuhl wieder zurück an die Wand und betastete seine Kehle. Tom sagte, ich will noch schnell mit Mutter sprechen und dann fahren wir lieber ein Stück weiter. Die beiden Jones gingen davon. Meinst du, dass das stimmt, was er erzählt hat? Der Prediger, der ihnen gefolgt war, antwortete, natürlich stimmt's. Für ihn. Er hat's eben nicht geschafft. Und wir? Fragte Tom. Ob's nicht für uns auch stimmt? Ich weiß nicht. Sagte Casey, und ich weiß nicht, sagte auch der Vater. Sie kam zu dem Zelt der Plane, die über ein Seil gehängt war. Drinnen war es dunkel und still, als sie näher traten. Erhob sich vor dem Eingang jemand und kam ihnen entgegen. Es war Mutter. Die schlafen schon alle, sagte sie. Großmutter endlich auch. Dann sah sie, dass es Tom war. Wie kommst du denn hierher? Fragte sie ängstlich. Es ist doch nichts passiert. Ach, woher? Wir sind fertig. Wir können fahren, sobald ihr wollt. Gott sei Dank, sagte Mutter, ich kann es schon kaum aushalten hier, dass wir endlich weiterkommen. Ich möchte bald da sein, wo es grün ist und wo wir arbeiten können. Vater räusperte sich. Eben hat einer erzählt, Tom ergriff seinen Arm und rüttelte ihn. Ja, komisch. Der erzählt, es sind furchtbar viele Leute unterwegs. Mutter blinzelte durch die Dunkelheit zu ihnen herüber. Im Zelt hustete Ruthie und schnarchte leise im Schlaf. Ich habe die Kinder gewaschen, sagte Mutter. Das erste Mal, dass wir genug Wasser gehabt haben. Ich habe die Eimer draußen gelassen, wenn ihr euch auch waschen wollt. Man wird furchtbar dreckig auf der Straße. Wir müssen jetzt gehen, kommt. Wir fahren noch ein Stückchen die Straße weiter. Und passt auf, falls wir euch nicht sehen. Wir sind irgendwo da auf der rechten Seite. Sie gingen durch das schlafende Camp. Vor einem Zelt brannte ein niedriges, zuckende Feuer. Und eine Frau saß davor und kochte bereits das Frühstück für den nächsten Morgen. Der Geruch der kochenden Bohnen war kräftig und war gut. Oh, da möchte ich jetzt einen Teller von haben, sagte Tom höflich, als sie vorbeigingen. Die Frau lächelte. Gerne, wenn Sie schon gar wären, sagte sie. Kommen Sie wieder, wenn es hell wird. Vielen Dank, Ma'am, sagte Tom. Er und Casey und Onkel John gingen an der Veranda vorbei. Der Besitzer saß noch immer auf seinem Stuhl und die Lampe zischte und flackerte. Er wandte den Kopf, als die drei vorüberkamen. Hey, Sie haben keinen Saft mehr in Ihrer Lampe, sagte Tom. Ha. Naja, ist sowieso Zeit, dass ich endlich mal schließe. Jetzt kommen wohl keine halben Dollars mehr die Straße angerollt, was? Fragte Tom. Die Stuhlbeine stießen auf den Boden. Werd mal nicht frech, ja. Ich kenn dich. Du bist einer von diesen Aufhetzern. Richtig, sagte Tom. Ich bin ein Aufhetzer. Ja, und es gibt viel zu viele von deiner Sorte. Tom lachte, als sie aus dem Tor gingen und in den Dodge kletterten. Er hob einen kleinen Dreckklumpen auf und warf ihn hinüber in das Licht auf der Veranda. Sie hörten, wie er gegen das Haus flog und sahen den Besitzer aufspringen und in die Dunkelheit starren. Tom startete den Wagen und bog in die Straße ein.
Da lauschte dem Motorgeräusch, lauschte auf ein Klappern. Die Straße war unter den schwachen Lichtern des Wagens nur undeutlich zu sehen. Das waren unsere Ausschnitte aus Früchte des Zorns. Wir machen nach der Pause geht's weiter mit von Mäusen und Menschen. Dankeschön.